Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chefkoch Güki. Heute gibt's Hummus, einen Sesamdip aus dem Orient. Seid gespannt, freut euch drauf. Bis gleich. Kommen wir wie immer zu den Zutaten. Wir haben eine geöffnete Dose Kichererbsen. Den Saft habe ich ausgekippt, weil ich das zu streng finde vom Geschmack her. Deswegen nehme ich noch frisches Wasser dazu, den wir dann peu à peu portionieren, so bis wir unsere perfekte Konsistenz haben. Wir haben 2 Knoblauchzehen zerkleinert. Anstatt Zitronensaft nehme ich Limettensaft. Eine ganze Limette ausdrücken. Dann haben wir Tahin. Das ist, wie es hier steht, Tahin Sesampaste. Ganz wichtig. Am Anfang, wenn ihr diese Paste kauft, ist oben Öl und unten die Paste. Schön verrühren. Davon braucht ihr 2, 3, 4 Esslöffel, je nach Geschmack. Dazu habe ich Salz, dann Olivenöl und ein bisschen süßen Paprikapulver. Das war's. So mache ich meinen perfekten Hummus. So, dann beginne ich jetzt mit der Maschine. Und zwar tue ich als erstes ein paar Kichererbsen mit rein. Circa die Hälfte. Kippe meinen Limettensaft mit rein, komplett. Mein Tahin. So, das sollte reichen. Ein bisschen Wasser, ganz wenig nur. Meine Knoblauchzehen. Und dann mixe ich ein wenig. Jetzt schauen wir mal rein. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ist noch nicht alles perfekt gemixt, aber es geht jetzt weiter. Als nächstes werde ich es ein bisschen salzen. So, denke, das reicht. Was ich zu Anfang jetzt nicht erwähnt habe, ist der Pfeffer. Auch den könnt ihr mit reinmachen. Nicht so viel. Das reicht. 2 Esslöffel Olivenöl. So. Und der Rest unserer Kichererbsen. Und jetzt werden wir weiter mixen. Schauen wir ihn nochmal an. Falls ihr was an den Rändern habt, einfach in die Mitte kratzen. Geht ganz einfach. So, das war's schon. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Die Konsistenz ist aber noch zu dick, zeige ich euch. Also werden wir noch ein bisschen Wasser reingießen. So, das war's eigentlich schon. Ungefähr 2 Minuten durchmixen oder durchpürieren. Das merkt ihr auch schon an dem Geräusch eures Mixers. Sobald er heller wird, der Geräusch, also schneller, dann ist die Konsistenz schon sehr gut. Jetzt werde ich das erstmal auf dem Teller portionieren. Ihr könnt anhand einem Mixer auf jeden Fall auch einen Mixstab nehmen, ja? Je nachdem, wie sehr fein ihr eure Paste möchtet, euren Hummus, so lange sollt ihr auch mixen, ja? Ich mag meinen Hummus so, wie er jetzt gerade ist von der Konsistenz. Und zwar können wir jetzt wenig auf den Teller geben. Die Portionen sind ungefähr für 2 gut gefüllte Teller. Jetzt nehme ich noch einen Löffel und drücke den so am Rand. Von der Mitte, wie so eine Schnecke, einfach den Teller drehen. So. Das reicht. Jetzt kommt der letzte Schritt, und zwar Olivenöl nochmal. Das reicht. Dann Paprika edelsüß. Und ich nehme noch ein paar Sesamkörner dazu. So wird mein perfekter Hummus gemacht. Da bin ich wieder.
Normalerweise kommt jetzt eigentlich der Geschmackstest, aber was soll ich auch groß zeigen? Es ist einfach ein perfekter Dip geworden. Ich zeige es nochmal in die Kamera. Eine mega Kombination. Unsere pürierten Kichererbsen. Dazu Tahin aus dem türkischen Supermarkt. Unser Limettensaft. In der Regel machen es viele mit Zitronensaft. Ich nehme Limettensaft. Ich finde, Limettensaft passt mega super dazu. Dann der Salz, der Pfeffer, unser Paprika-Edelsüßpulver am Ende. Auch der gibt seine kleine Note ab. Und zum Verfeinern nehme ich noch Sesamkörner. Das könnt ihr ruhig weglassen. Aber probiert es aus. Es ist ein Dip für alles. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Hier links oben im Bildschirm oder hier links unten im Bildschirm gibt es noch mehrere Videos von mir. Wenn euch meine Videos gefallen, hier rechts oben ist mein Logo. Sobald ihr raufklickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Nächste Woche zur selben Zeit, 19:45 Uhr. Bis bald. Euer Chefkoch Gürki.